Was geht ab, Freunde? White Wolf ist am Start. Heute wieder mit einem richtig geilen Flohmarkt-Video. Die Outdoor-Flohmärkte haben immer noch nicht wirklich begonnen, aber es waren jetzt ein, zwei Hallenflohmärkte dieses Wochenende, die wir beide mitgenommen haben, wo wir auch eigentlich nichts erwartet haben. Einfach ein bisschen bewegen, ein bisschen raus, frühmorgens schon ein paar Schritte machen. Das tut uns eigentlich immer ganz gut. Deshalb sind wir ohne Erwartung hingegangen und wurden vollends überrascht. Es gab richtig viele Sachen zu holen, richtig geile Sachen, auch wirklich zu Megapreisen. Wir waren Samstagabend auf dem Nachtflohmarkt, der ging um 17 Uhr los, waren dann glaube ich anderthalb Stunden ungefähr vor Ort. Und jetzt heute am Sonntag waren wir um 11 Uhr nochmal auf dem Flohmarkt. Da waren wir sogar auch ein paar Minuten zu spät, aber das hat überhaupt nichts gemacht. Wir haben mega geile Flohmärkte mitgenommen. Was mir bei beiden Flohmärkten sehr gut gefallen hat, dass es keine neue Ware gab und auch keine Privathändler. Ihr wisst, welche ich meine, die auch Videospiele verkaufen oder sowas wie Handyhüllen und sowas. Das war bei beiden Flohmärkten nicht da und dementsprechend konnten wir richtig geile Schnapper machen. Nochmal vorab, das wird hier eher ein Pickup. Ich habe nicht live gefilmt, weil ich eine Sehnscheidenentzündung habe und weil ich dann dementsprechend auch nicht wirklich filmen kann. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem und fangen wir einfach mal an mit dem ersten Pickup. Ja, der erste Pickup war auf dem Flohmarkt von Samstag. Das war mit Eintritt, da mussten wir 3 oder 2 Euro Eintritt bezahlen und sind dann so rumgegangen. Es war wirklich sehr überfüllt, wo es dann am Ende auch keinen Spaß mehr gemacht hat zu gucken. Aber am Anfang gab es erstmal zwei coole PlayStation 3 Spiele. Als erstes Lego Star Wars 3, The Clone Wars. Die Anleitung ist mit dabei und die CD ist auch in einem relativ guten Zustand. Und das zweite Spiel war auch Lego Star Wars, hier die komplette Saga, noch mit der alten PlayStation 3 Hülle. Sie wollte pro Spiel 4 Euro haben, fand ich schon mal gar nicht verkehrt. Ich habe dann gefragt, ob wir beide Spiele für 6 Euro machen und sie hat sich darauf eingelassen. Auch dieses Spiel ist komplett mit Anleitung und CD in einem wirklich guten Zustand und beide Spiele für 6 Euro waren schon mal ein guter Anfang. Zumal das Spiel auch schon so um die 12, 13 Euro wert ist und dieses Spiel so 7, 8 Euro. Beide zusammen dürften so 20 Euro wert sein. Und da ich die beiden noch nicht habe und gut zu meiner Sammlung hinzufügen kann, habe ich mich wirklich gefreut, dass ich die beiden für 6 Euro kaufen konnte. So, dann sind wir weitergegangen. Auf dem ersten Flohmarkt gab es echt wenig zu holen. Es gab hier und da mal Videospiele, aber auch nicht wirklich viel. Jemand, der aussah wie ein Händler, hat vor unserer Nase ein Nintendo 3DS, Paper Jam oder Mario und Luigi gekauft. Für 7 Euro, das war jetzt kein Mega-Schnapper, aber ich hätte es vielleicht auch mitgenommen. Aber an einem Stand gab es dann wieder PlayStation 3 Spiele und die hatten es wirklich in sich. Zuallererst die Classic HD-Version von der Tomb Raider Trilogie. Ihr wisst ja, ich sammle die Classic HDs und auch hier alles in wirklich Top-Zustand. Hat mich gefreut, das hat mir noch gefehlt. Hier einmal mit Tomb Raider Legend, Tomb Raider Underworld und Tomb Raider Anniversary. Und ein Spiel, wo gar nicht viele wissen, dass das überhaupt schon so einen hohen Wert hat. Und zwar Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Hier ist es auch wichtig, die USK-Version zu haben, weil die ist schon um die 25 bis 30 Euro wert. Und wie ich euch in fast jedem Video irgendwie sage, die Harry Potter-Spiele, die sind wirklich im Steigen momentan. Ja, die Filme sind alle durch, da wird nichts mehr kommen. Und diese Spiele sind einfach mega, mega preissteigend momentan. Also haltet da ein Auge auf. Auch hier alles mit dabei. Und hier zeige ich es euch nochmal. Die CD ist wirklich in einem neuwertigen Zustand. Überhaupt keine Kratzer drauf. Und ja, dann habe ich sie auch gefragt, was sie haben möchte. Und da wir relativ am Anfang vom Flohmarkt da waren, war, glaube ich, ihr Freund noch nicht da, dem die PlayStation 3 Spiele gehört haben. Ich hätte sie dann gefragt, was es kosten soll. Sie wusste es nicht, hat ihren Freund eben angerufen. Und er hatte wohl gesagt, 5 Euro pro Stück. Es lagen so um die 20 Spiele dabei. Und das waren jetzt die einzigen beiden, die mich interessiert hatten. Und 5 Euro pro Stück ist schon gar nicht verkehrt bei den beiden Titeln. Es lag natürlich noch einen ganzen Haufen FIFA und andere Sporttitel dabei, wo 5 Euro natürlich zu viel gewesen wären. Aber hierbei habe ich sie dann gefragt, ob wir 7 Euro machen können. Das wollte sie nicht. Da habe ich gefragt, wie es mit 8 Euro wäre. Sie hat mir dann aber den Vorschlag gemacht, 8,50 für beide zu nehmen. Und da habe ich dann zugeschlagen. Denn ihr wisst, dass Harry Potter wirklich teuer ist. Und Tomb Raider ist auch kein günstiger Titel in dieser Classic HD Version. Und das Gute ist, dass ich auch beide Spiele noch nicht habe. Dementsprechend dürfte mir gar nicht mehr so viel fehlen. Denn ich habe den Halbblutprinzen und Teil 2 schon für die PlayStation 3. Hiermit jetzt auch Heiligtümer des Todes Teil 1, was mich wirklich sehr gefreut hat. Denn 30 Euro möchte ich auch nicht unbedingt dafür ausgeben. Und hier somit beide Spiele für 8,50 Euro bekommen. Das sind 4,25 Euro pro Spiel, wo ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut habe. Das ist somit der beste Pickup vom Wert her, denke ich mal. So, das war der erste Flohmarkt vom Samstag. Wir sind jetzt heute früh nochmal losgefahren zu einem anderen Hallenflohmarkt in der Nähe.
Und da gab es auch ziemlich coole Pickups. Als erstes habe ich euch ja immer geprägt, wenn ihr PC-Kisten seht, guckt diese durch. Denn es gibt immer mal das ein oder andere, was sich wirklich lohnt mitzunehmen. Zumal die meisten sowieso nur 1 bis 2 Euro pro Spiel haben wollen. Und so war es auch heute hier. Das war wirklich ein netter alter Mann. Der hatte überhaupt keine Ahnung, was er dafür nehmen möchte. Und hatte so um die 60 PC-Spiele in so einer Kiste liegen. Und er hat mir dann auch am Ende noch gesagt, er ist einfach nur froh, dass er sie nicht wegschmeißen musste. Und dass sie jemand für kleines Geld noch gekauft hat. Also auch hiermit was Gutes getan. Er hat sie zum Glück nicht weggeschmissen und so konnte ich 3 coole PC-Spiele finden. Zum einen gab es Die Sims Mittelalter. Hier hat mir eigentlich das Cover wirklich sehr gut gefallen. Das hat mich direkt angesprochen. Mittelalter-Setting gefällt mir sowieso ganz gut und Die Sims ist eigentlich immer cool. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, aber das hat mich irgendwie an Kingdom Come Deliverance erinnert. Hier ist auch die Anleitung mit dabei. Die ist echt relativ groß. Und wie ihr hier sehen könnt, hat der gute Mann 2011 40 Euro für das Spiel ausgegeben. Beim Saturn. Fand ich irgendwie ganz witzig, dass das mit dabei war. Auch alles in einem wirklich neuwertigen Zustand. Wurde wahrscheinlich sehr, sehr wenig gespielt. Das war als erstes dabei. Weiter ging es dann mit, wie sollte es anders sein, The Witcher 2 Assassins of Kings von CD Projekt Red und Bandai Namco. Hier für den PC natürlich auch. Was ich auch hier sehr cool fand, ist diese dicke Anleitung, wo wirklich nochmal einiges drin steht. Mit beiden CDs natürlich. Und auch hier ist der Bon dabei. Er hat auch 2011 damals auch 48 Euro für Witcher 2 bezahlt. Hier ist sogar noch die DLC-Karte dabei. Ich denke mal, die DLCs wurden eingelöst, aber ich werde es auf jeden Fall mal testen. So, das Spiel für den PC hatte ich noch nicht. Jedoch schon für die Xbox 360 in der Enhanced-Version. Macht nichts, für den Preis, den ich euch gleich sage, habe ich das wirklich gerne mitgenommen. Das Spiel liegt auch so um die 8 bis 10 Euro. Und das dritte PC-Spiel, was ich mir aus der Kiste ausgesucht habe, ist Herr der Ringe Online in der Mithril Edition. Das Cover hat mich einfach nur angesprochen. Das sah auch relativ cool aus. Auch von der Rückseite hat mir das Design wirklich sehr gut gefallen. Und da es in so einer Special Edition ist, ist es eigentlich nie verkehrt, das mal mitzunehmen. Auch hier sind beide CDs in wirklich neuwertigem Zustand dabei. Sowie auch die Anleitung, die wieder relativ dick ist. Und noch hier so ein Zettel. Auf der Rückseite sieht man dann noch einen Code, den man einlösen kann. Und das Spiel fand ich eigentlich relativ interessant. Hab's mir mal mitgenommen. Und hat sich jetzt auch herausgestellt, dass das relativ selten ist. Auf eBay habe ich jetzt erstmal kein verkauftes gefunden, aber es gibt auch nur 2, die zum Kauf angeboten werden momentan. Eins für um die 18 Euro und eins für 35 Euro. Also ist gar nicht verkehrt, das mal mitgenommen zu haben. Falls einer von euch da auch Interesse haben sollte, kann er sich gerne mal bei mir melden, entweder in den Kommentaren oder bei Instagram. Und für die 3 Spiele hatte ich ihn dann gefragt, was er dafür haben möchte. Er war sich, wie gesagt, überhaupt nicht sicher. Und ich habe ihm dann gesagt, wie wär's mit 5 Euro für die 3. Und er war auch dann sofort einverstanden, weil er sich einfach nur gefreut hat, dass die Spiele jemand gekauft hat. Und er hat mir auch gesagt, den Rest, den er nicht los wird, den wirft er wahrscheinlich weg. Und da waren wirklich viele Spiele dabei. Ich habe leider nicht den Platz, um alle zu nehmen. Sonst hätte ich ihm vielleicht gesagt, komm, verkauf mir alle für 15 bis 20 Euro. Waren so um die 60, 70 Spiele. Aber dafür habe ich einfach auch momentan nicht den Platz. Und so konnte ich diese 3 coolen Spiele für 5 Euro bekommen. So, dann ging es weiter zu einem Stand. Dort gab es eine Xbox 360 in OVP. Sowie das Kinect in OVP mit 4 Spielen, glaube ich. Sie wollte für das Komplettpaket 130 Euro. Was, glaube ich, für Flohmarkt ein bisschen zu viel ist. Und dann habe ich gefragt, weil mich ein Spiel interessiert hat, ob sie auch einzeln verkauft. Das wollte sie erst nicht. Und als ich dann gehen wollte, hat sie mich noch gefragt, was ich denn zahlen würde. Dann habe ich mir das Spiel weiter angeguckt und da war die CD relativ zerkratzt. Ich habe es getestet, es funktioniert jetzt dennoch. Aber so konnte ich noch 1 Euro runterhandeln. Nämlich handelt es sich um Minecraft in der Xbox 360 Edition. Die Anleitung ist hier nicht dabei. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Anleitung immer dabei sein müsste. Aber das gab es hier. Sie hatte mich dann gefragt, was ich dafür zahlen würde. Ich habe gesagt 5 Euro. Habe mir dann die CD nochmal angeguckt. Dann ist mir aufgefallen, dass es relativ zerkratzt ist. Und habe gesagt, okay, machen wir 4 Euro. Damit war sie dann einverstanden. Und so hatte sie immer noch 3 Spiele. Die Xbox in OVP und das Kinect in OVP, was sie verkaufen könnte. Und für 4 Euro hat mich das relativ gefreut, es mitzunehmen. Mir ist nämlich in der Recherche zu dem Video aufgefallen, dass das Xbox 360 Minecraft ja extrem im Preis gestiegen ist. Das liegt ja beinahe bei 20 Euro und so habe ich mich im Nachhinein dann dennoch mehr gefreut, dass ich das mitnehmen konnte. Für 4 Euro war das schon ein cooler Schnapper. Weiter ging es dann zu einem Stand, der irgendwie relativ nach Händler aussah, beziehungsweise er sah zumindest danach aus, dass er sich mit Videospielen auskennt und den Preisen, die dazugehören. Ich habe dann aber oben ein Spiel gesehen, wo ich unbedingt wissen wollte, was es kostet, weil ich das schon länger suche, vor allem zu einem guten Preis. Und zwar ist das Wii Party. Aus irgendeinem Grund ist das Spiel schon mittlerweile relativ teuer und liegt auch bei 15 bis 20 Euro und das wollte ich aber auch nie dafür ausgeben. Zumal die Wii auch nicht mein Hauptsammelgebiet ist. Hier auch mit einer relativ dicken und farblich bedruckten Anleitung.
Die CD ist auch dabei, auch nicht im besten Zustand. Hier muss ich noch testen, ob es funktioniert. Aber ich gehe mal stark davon aus, die funktionieren eigentlich meistens. Und weil ich mir schon gedacht habe, okay, da wird sowas 15 Euro sagen, vielleicht wird er 20 Euro sagen, wenn ich nach dem Preis frage, dann habe ich es tatsächlich getan und er hat erstmal 4 Euro gesagt. Das fand ich natürlich mega geil. Da standen auch noch andere Wii-Spiele, auch auf einer Wii in OVP. Ich weiß gar nicht, warum wir nicht gefragt haben, was er für die Wii in OVP haben will. Aber sei es drum, da habe ich meine schon. Bei den anderen Spielen war jetzt nichts dabei, aber Wii Party für 4 Euro war schon mal in Ordnung. Dann habe ich weitergeguckt bei Xbox 360 Spielen, habe mal gefragt, was er denn dafür haben möchte. Und da hat er mir gesagt, 5 Euro pro Spiel. Und dann habe ich tatsächlich nochmal Minecraft in der Xbox 360 Edition gefunden. Also hier zweimal Back-to-Back an zwei Ständen Minecraft in der Xbox 360 Edition. Auch hier ist keine Anleitung dabei, deswegen dachte ich mir, dass vielleicht hier keine dabei war, aber schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Und ja, da habe ich gerade schon genug zu erzählt, das ist relativ teuer geworden, warum auch immer. Wie gesagt, er wollte 4 Euro für das Wii Party, 5 Euro für das Minecraft, wären 9 Euro gewesen. Wir konnten uns schlussendlich auf 7 Euro einigen. Das hätte ich im Vorhinein niemals gedacht, dass diese Person, die aussah wie ein Händler, diese beiden Spiele zu so einem guten Preis verkauft. Hat uns wirklich mega gefreut, weil ich auch das Wii Party schon länger gesucht habe. Und ich weiß noch, ich habe es mal bei dem anderen Flohmarkt liegen lassen, weil ich dachte, das wäre nichts. Und dann habe im Nachhinein nachgeschaut und mich geärgert. Also hier beides für 7 Euro ein geiler Deal. Wii Party sieht eigentlich genauso wie Mario Party aus. Es gibt über 80 Minispiele, die man mit eurem Mii spielen kann. Also es wird eigentlich nichts anderes sein als Mario Party mit den Wiis. Ist bestimmt ein relativ cooles Spiel, wenn man mal in einer größeren Runde ist. Deswegen schön, das gefunden zu haben. Dann sind wir nochmal eine kleine Extra-Runde gelaufen. Haben dann nochmal zwei coole Sachen auch bei einer Frau gefunden. Als erstes gab es einen Harry Potter und der Stein der Weisen. Das hier die DVD-Box in so einer Spezial 2-CD-Version. Sah einfach relativ cool aus. Es ist auch nicht viel wert, aber allein diese Bilder hier und die Schriftart und wie das alles so aufgemacht ist, hat uns eigentlich relativ gut gefallen. Wir haben es auch eigentlich nur mitgenommen, weil es im Bundle war. Also hier einmal Harry Potter und der Stein der Weisen als DVD in so einer Umverpackung. Und was dann natürlich wieder richtig geil war, wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, aber in so einer Box, wo dann auch die DVD lag, da lagen noch Bücher drin, gab es dann noch ein PS4-Spiel. Ich glaube, das war NBA 2K18, braucht man nicht, habe ich schon, ist auch nichts wert, das liegen gelassen. Und ganz unten lag dann noch ein Hidden Expedition Titanic in der Big Fish Games Collection für den 3DS. Hier ist leider keine Anleitung dabei, wenn eine dabei gewesen wäre. Aber hier hat sich auch rausgestellt, dass das Spiel relativ selten ist und so für um die 15 Euro gehandelt wird. Davon gibt es nicht viele Angebote. Dementsprechend hatte das bestimmt keine hohen Verkaufszahlen, wodurch dann wahrscheinlich der ein oder andere da mal 15 Euro für ausgibt. Und ich hatte auch erwartet, ja okay, 3DS ist jetzt noch nicht ganz so alt. Die meisten wollen da so 10 Euro dafür. Zumal wir vorher auch jemanden gefragt hatten für ein Harvest Moon für den 3DS. Der wollte auch 15 Euro dafür. Haben wir dann aber liegen gelassen. Also habe ich hier auch schon mit Erwartungen gerechnet, jenseits der 10 Euro für beides. Und plötzlich hat sie dann 3 Euro für beides gesagt. Und plötzlich hat sie dann 2,50 Euro für beides gesagt und wir haben es direkt mitgenommen, gar nicht mehr gehandelt. Und so für 2,50 Euro wirklich zwei coole Sachen mitgenommen, die mir einerseits coole Retro-Flashbacks geben und andererseits ein Spiel, was man wirklich sehr selten sieht. Zum Schluss gab es da noch was richtig Geiles und hier benutze ich mal den Weitwinkel der Kamera. Das sieht eigentlich relativ cool aus und so kriegt man auch große Sachen wirklich gut auf die Kamera. Und zwar gab es hier die Harry Potter und der Stein der Weisen Edition als Brettspiel. Das Geheimnis von Hogwarts, wirklich, wirklich sehr cool. Die Bilder und die Illustration hier, die haben uns wirklich an früher erinnert, weil so sahen auch früher die allerersten Bücher aus und auch teilweise die ersten Spiele. So sieht das Brett aus, auf dem man spielt, also schon mal relativ cool. Wir haben uns jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt, weil wir gerade vom Flohmarkt gekommen sind. Deshalb weiß ich auch noch nicht, wie das Spiel an sich funktioniert. Hier sind dann noch so Karten, die dabei sind. Die ganzen Zeichnungen und Bilder, die sehen alle so cool aus. Das hier sind wahrscheinlich die spielbaren Personen. Das sieht alles einfach so richtig retro aus. Ich werde da mal auch nachzählen im Nachhinein, ob alles dabei ist, ob man es auch spielen kann. Ich hatte die Frau gefragt, die meinte, sie hatten noch nie Probleme, dass irgendwas gefehlt hat. Also gehe ich mal davon aus, dass alles dabei ist. Ist auch im guten Zustand eigentlich soweit. Hier sind auch nochmal die Spielfiguren. Hier gibt es diese Hüte und so sieht dann auch nochmal das aus. Hier muss man anscheinend irgendwas eintragen. Und ja, dieses Spiel, erstmal weil wir großer Harry Potter Fan sind, wirklich hätten wir es auch mitgenommen sofort, auch wenn ich nicht gewusst hätte, dass das was wert ist oder nicht. Das wusste ich da auch nicht zu dem Zeit des Kaufes. Und so sieht das nochmal von hinten aus. Das sieht wirklich echt cool aus. Das Spiel müsste von 2001 sein. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hier steht's. Also auch schon beinahe 20 Jahre alt. Das wird auch in meiner Sammlung bleiben. Heute gab es echt viel Harry Potter. Das Spiel wird auf jeden Fall auch getestet von uns. Ich werde euch mal in einem anderen Video dann mal erzählen, wie es war und ob alles dabei war. Aber auch hier hatten wir sie gefragt, was sie haben möchte. Und sie hat tatsächlich auch 2,50 Euro gesagt, wo wir dann gar nicht mehr gehandelt haben und dann einfach mitgenommen.
bekommen haben. Auch nach meiner Recherche kostet das so um die 15 bis 20 Euro das Spiel. Ist in Ordnung, dafür 2 Euro gezahlt zu haben. Ist schon ein kleiner Schnapper gewesen. Das wird aber so oder so bei uns in der Sammlung bleiben. Und das war auch ein schöner Abschluss für diesen Flohmarkttag. Das war wirklich das erste Mal seit langem, dass wir wieder so viel gutes Zeug gefunden haben. Und wir sind einfach nur mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gefahren. Ihr kennt es, wenn man auch früh aufsteht, dorthin fährt und die ganze Arbeit drumherum, da freut man sich natürlich auch, wenn man coole Spiele für die Sammlung findet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da wird es wahrscheinlich ein Pickup-Video geben von Sachen, die ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft habe. Und auch mit ein paar Abonnenten habe ich was getauscht. Da werde ich euch auch Sachen zu zeigen. Lasst mir gerne einen Kommentar und eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und Peace.